Ja, Freunde, 2021, das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Ein Jahr voller neuer Abenteuer. Das Fahrrad hat mich dieses Jahr auf jeden Fall viel begleitet. Aber ich will jetzt hier gar keinen Jahresrückblick machen, sondern wollte euch einfach nur sagen, dass das echt ein nices Jahr war und wir jetzt die letzte Woche nochmal ausgenutzt haben und nochmal richtig schön Deep Dive uns ein paar schöne Strecken rausgesucht haben und die zusammen gefahren sind. Ja, Mann, herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2021 neigt sich so langsam dem Ende. Ja, Mann, wildes Jahr gewesen. Es ist so viel passiert, so viele coole Touren gemacht, so viele Zuschauertouren. Ja, und ich dachte mir, bevor wir ganz neu ins Jahr 2022 reindiven, gebe ich euch einfach nochmal so ein kleines Update. Ich war auch die letzten Tage mal wieder mit Rico unterwegs. Ja, und wir sind zusammen deep in die Materie gedived, waren ein bisschen unterwegs und ich würde einfach sagen, viel Spaß beim Anschauen. Kannst du dich? Diese Woche hieß es für mich New Bike Day. Richtig geil, ich habe mir ein mega schönes Fahrrad gegönnt. Das haben wir erstmal ausprobiert. Ich musste ja mal langsam verstehen, was es heißt, mit deep rein diven in die Materie. Deswegen dachte ich mir, ein Gravel Bike muss es sein. Sieht so geil aus. Wir machen heute die erste Tour mit diesem neuen Schmuckstück. Ja, Mann, wir sind ready. Jetzt geht's richtig schön in die Heide rein, Alter. Ich hab Bock. Ja, Freunde, schaut euch die Pfade hier an, Alter. Es ist so nice. Auf geht's. Erste Gravel-Tour. Du kannst auch fahren, Rieke. Dafür ist es gedacht. Einfach mal nach Neugraben fahren, S-Bahn, aussteigen. Ab in den Wald, Alter. Hier sind so wenig Menschen unterwegs. Es ist irgendwie immer absurd. Da, wo so richtig nervige Orte sind, sind immer ganz viele. Und da, wo es richtig schön ist, ist niemand. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ey. Ihr wollt eigentlich unser Wintertraining sehen. Es ist fast Ende Dezember. Schaut euch das an. Es scheint einfach leider immer die Sonne. Ey, es ist gerade so unfassbar schön. Also ich hätte wirklich damit null gerechnet. Ich dachte ja, dass es anfängt zu regnen. So ein Ultra-Glück. Die Sonne kam schon wieder raus. Also am Anfang muss ich zugeben, habe ich das Gefühl, als würde ich 2 km/h fahren. Bei der Abfahrt vielleicht 3. Aber jetzt macht's Bock. Das ist geil. Am besten sind die Wurzeln. Wir fahren jetzt hier schon ein bisschen anspruchsvollere Single Trails lang. Mit Wurzeln bergauf. Aber alles easy. Nice. Alter. Sehr gut. Richtige Seite gewählt. Ja, perfekt. Also 30 Kilometer. Meine erste Trainingsstunde ist vorbei. 30 Kilometer sind wir gefahren. 486 Höhenmeter. War auch gut anstrengend zwischendurch, aber hat echt Bock gemacht. Vor allem, wenn man irgendwann anfängt, dem Fahrrad zu vertrauen, dass man noch ein bisschen schneller durch den Sand fahren kann. Hat Spaß gemacht. War richtig geil. Man sieht halt überall immer nur super lange Touren, richtig starke Durchschnitts-km/h und traut sich manchmal gar nicht so richtig einfach anzufangen und zu sagen, okay, selbst meine 15, 20 Kilometer sind schon mega nice, dass ich das einfach gemacht habe, dass man rausgegangen ist, dass man Bock drauf hat und einfach
ja, das Ganze genießt und Spaß daran hat. Das hat mir so ein bisschen manchmal gefehlt, wenn man gerade in dieser ganzen Instagram-Welt sieht, was welche Leute alles runterballern, was auch super genial ist. Aber man darf nie vergessen, als Anfänger oder wenn man vielleicht einfach Bock hat, es mal auszuprobieren, es ist auch super genial, wenn man eine kleine Tour fährt und auch super, wenn man einfach mal anfängt und Bock drauf hat und dann sich peu à peu steigert. Aber was ich eigentlich damit meine, mir besonders wichtig und besonders aufgefallen, dass viele sich gar nicht trauen anzufangen oder mal was Neues zu lernen, weil sie denken, sie müssen dann direkt dem und dem und dem Standard entsprechen. Und das muss man überhaupt nicht. Ja, Mann, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Die Sonne kommt gerade raus. Richtig schöner Sonnenaufgang, Mann. Es ist Montagmorgen, sind richtig früh los aus Hamburg und wollen hier einfach mal heute eine schöne Runde am Meer drehen. Ja, und das hier ist auf jeden Fall eine Strecke, wo ich im Sommer auch relativ viele Longruns gemacht habe und ein bisschen für den Marathon trainiert habe tatsächlich. Leute, Mann, das hier ist einer der absolut schönsten Spots in Rostock hier. Einfach nur herrlich. Ja. Sind immer noch dabei, hatten bisher jetzt noch keine Schneeverhältnisse, aber vielleicht kommt das auch noch. Ja, und haben jetzt gerade die Fähre von Warnemünde Richtung Hohe Düne genommen und ja, sind jetzt hier auf der anderen Seite unterwegs. Ja, und gleich geht es so ein bisschen tiefer wieder in den Wald hinein und dann wollen wir bis nach Gralmüritz zur Seebrücke fahren. Sind noch so ungefähr 15 Kilometer und einfach heute hier den Tag am Meer genießen. Sonne scheint, wir sitzen jetzt gerade an der Seebrücke und der Max Riegel ist auch wieder mit am Start von Koro mit dem Code JAMANN5, 5% auf alle Sachen von Koro. Falls ihr Bock habt, meine Videos zu unterstützen, würde ich mich drüber freuen. Wir düsen jetzt auf die Seebrücke. Ja, Mann, das war's gewesen. Das letzte Video 2021.
Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Das meine ich wirklich von Herzen. Dieses Jahr war einfach anders. Es ist einfach auf so vielen Ebenen so viel passiert. Ja, durch euren Support ist es mir immer mehr möglich, das, was ich liebe, was ich den ganzen Tag am liebsten machen würde, nach und nach immer mehr machen zu können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich einfach nochmal bedanken, auch für die ganzen Zuschauertouren, für die ganzen Leute, die gesagt haben, ey Digga, sind wir dabei, fahren wir von sonst woher mit. Es hat richtig, richtig Bock gemacht, allein mit allen Leuten auf dem Brocken zu heizen. Jetzt die letzte Tour mit Fritz noch Richtung Magdeburg. Wild gewesen. Wild, wild, wild. Vielen, vielen Dank. Ja, Mann, ich hoffe, dass es 2022 genauso weitergehen wird, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst, dass ihr am Ball bleibt, dass ihr aktiv seid. Mich freut jede Nachricht, die mich erreicht, dass der eine oder andere sagt so, ey, Digga, nach 14 Jahren, ich habe mein altes, verstaubtes Fahrrad wieder ausgegraben, habe wieder angefangen, Fahrrad zu fahren. Das sind so Nachrichten, die motivieren mich umso mehr. Digga, ich will jetzt gar nicht zu viele Worte verlieren, war einfach ein richtig, richtig schönes Jahr, trotz dieser ganzen wahnsinnigen Umstände. In diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns 2022 wieder mit vielen, vielen neuen Projekten, neuen Ankündigungen. Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr große Veränderung noch geben. Das seht ihr dann alles. Ja, Mann, und nicht vergessen, die Ente wird von hinten gestopft. Bis dann. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Flasche in die Kommentare. Ihr habt es euch lange gewünscht. Ja, Mann, Flaschen sind bald erhältlich, die wurden jetzt gerade geliefert, mega, mega nice. Davon haben wir auf jeden Fall reichlich, sodass jeder von euch mit einer Flasche nach Hause gehen sollte. Wird es bald im Shop geben, seid gespannt, checkt die Links dafür in der Infobeschreibung. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, jetzt Deep Dive in die Materie rein. Bis dann.